Hallo liebe Mitglieder, wir haben heute für euch einen kleinen Kurzvortrag vorbereitet für Schulterprobleme, Schulterschmerzen. Klassischerweise bei Schulterproblemen sprechen wir immer von dem sogenannten Impingement. Das Impingement ist ein Zusammenstoß hier oben im Schulterdach. Wir wollen gar nicht zu sehr ins Detail reingehen, auf jeden Fall haben wir zu wenig Platz bei Bewegungen, wo wir den Arm nach oben hochnehmen. Zumeist ist es immer bis hier. Unter 60 Grad schmerzfrei, dann kommt der schmerzhafte Bereich und ab hier oben ist es wieder weniger. Und das ist normal aus anatomischer Sicht und wir müssen gucken, dass halt der gesamte Bewegungsreich schmerzfrei ist. Und hierfür haben wir euch jetzt 4 Übungen vorbereitet, damit wir das Thema in Zukunft angehen können. Übung Nummer 1 wären die sogenannten Wall Slides, nur dass wir die auf dem Boden machen. Das wäre die erste Variante und die leichtere Variante. Ihr legt euch eine Rückenlage auf den Boden. Versucht dann jetzt hier die Ellenbogen auf den Boden zu nehmen und auch die Handgelenke, die Hände auf dem Boden zu haben. Das kann sein, dass am Anfang das noch gar nicht möglich ist. Das ist aber nicht schlimm, das wird von Mal zu Mal dann besser und es sieht halt am Anfang dann so aus. Aus der Position dann heraus schieben wir die Arme nach oben, bis wir die Arme oben zusammengeführt haben und nehmen die Arme dann wieder nach unten. Dann wieder nach oben und wieder nach unten. Von der Dauer her die Übung circa eine Minute lang ausführen. Damit schafft ihr schon relativ viel, auf Dauer gesehen natürlich, wenn ihr die Schultermobilität verbessern wollt und wieder mehr Platz bekommen möchtet in der Schulter oben. Das wären die Wall Slides. Als zweite Übung wollen wir die verspannte Muskulatur in der Schulter wieder öffnen, dass die wieder weich wird. Hierzu geht ihr in die Seitlage rein. Der Ellenbogen ist genau auf Höhe von der Schulter und ihr drückt jetzt mit der anderen Hand auf dem Handgelenk den Arm nach unten. Die Schulter versucht hier auf dem Boden zu bleiben, der Ellenbogen bleibt auf Schulterhöhe. Ziel sollte hier sein, dass ihr mit der Hand auf den Boden kommt. Auch ich muss da eine ganze Weile kämpfen, bis ich da runterkomme, ohne dass meine Schulter dabei nach oben hochkommt. Wenn ihr die Übung auf dem Boden macht, kann es für den Ellenbogen ein bisschen unangenehm sein. Deswegen auch hier am besten eine Matte verwenden oder einfach ein Kissen, wo ihr jetzt den Ellenbogen drauflegt. Okay? Natürlich die eine Seite als auch die andere Seite. Auch wieder ungefähr so eine Minute lang entsprechend halten. Ja? Das ist die zweite Übung. Als dritte Übung nehmen wir unseren Besen-Stretch oder auch aus dem Gewichtheben das Ausschultern. Hierzu greifen wir einen Besenstiel, dessen jetzt 1,40 Meter, viele kennen die Übung bereits auch, mit Daumen und Zeigefinger, Arme sind zu jeder Zeit gestreckt und dann gehen wir hier immer in eine schöne Rotation, in eine große Bewegung nach hinten und wieder nach oben. Wenn es gut gelingt, greift von Mal zu Mal immer enger den Stab, aber Voraussetzung ist, dass die Arme immer gestreckt sind. Und dann von Wiederholung zu Wiederholung immer enger greifen, enger greifen, enger greifen. Die Übung hier kann eventuell zu Beginn zu viel sein und dass es eher Schmerzen auslösen tut. Und aus dem Grund gibt es auch für die Bewegung nochmal eine leichtere Variante. Das wäre dann an einem Türrahmen oder irgendwo in einem Raum, wo ihr eben eine Ecke auch habt, dass ihr mit dem Ellenbogen rangeht und hier richtig aufdehnt. Hier richtig schön die Brust aufdehnen lassen, denn wenn die Brust viel Spannung hat, was oft durch den Alltag kommt, Arme sind immer hier vorne beim Essen, beim Handy, beim Lesen, beim Arbeiten, natürlich Tastatur, Maus, ist es wichtig, dass wir mal wieder öffnen. Und aus dem Grund machen wir natürlich im Training viel für die Aufrichtung, aber ihr könnt auch mit der Übung hier nochmal sehr viel machen für die Beweglichkeit von der Schulter und dass ihr das Impingement losbekommt. Heißt hier auch wieder schön lange reingehen, 30 bis 45 Sekunden, wenn nicht sogar auch bis zu 2 Minuten hier richtig reingehen in die Dehnung. Mit den Übungen wünschen wir euch viel Spaß, geht damit eure Schulterprobleme an und wir sind gespannt auf euer Feedback. Dankeschön.